geben wir die beiden Sachen. Okay, das eine, aufwachen und hoch mit euch und raus da. Freunde gerettet. Wir geben ein gutes Team ab. Das ist auch der Primula, der uns die Quest gegeben hatte. Mit den Altären. Für Königin und Hain. Und wir hatten noch eine andere Quest fertig. Für die müssen wir jetzt erstmal ein ganzes Stück zurück, weil wir die da noch in dem alten Gebiet angenommen hatten. Ist aber ganz okay. Dann kann ich nämlich, während ich wieder einhändig reite, auch mir einen Schluck Kaffee gönnen. Und mich darüber aufregen, dass wir das mit den Altären noch nicht hinbekommen haben. Das ist ganz witzig. Als Kind fand ich es aber schrecklich langweilig, mit meinen Eltern spazieren zu gehen. Aber wenn man jetzt so entspannt am PC sitzen kann, dann denkt man sich, ja, Natur ist schon hübsch, solange ich nicht wirklich raus muss dazu. So, ich hatte hier noch was für euch erledigt. Wir jagen die Jäger. Grausame Arbeit, aber notwendig. Mögen sie als nützliche Vasallen des Adenwalds wiedergeboren werden. Gute Jagd. Gut, damit haben wir jetzt hier auch das Gebiet endgültig fertig. Benutzt Primulas Pyropulver. Primula ist auch gerade weg. Ich gehe mal davon aus, dass der wieder neben mir spawnt, wenn ich raus bin hier oder nah genug ran bin. Werde ich den nochmal anklicken. Erst werde ich die Primula, ja. Ich werde den Adenwald beschützen. So, jetzt testen wir mal was. Abriss, abbrechen. Betest du mir die Quest neu an? Nein, du verschwindest einfach. Gut, auch okay. Vielleicht tauchst du jetzt nochmal auf. Ich hatte halt die Hoffnung, dass ich aus irgendeinem Grund das Pyropulver nicht bekommen hatte, als ich die Quest angenommen hatte. Aber er war wohl... So, jetzt bist du wieder hier. Okay. Wo schlagen wir zu? So, steht hier noch irgendwas dabei? Warte mal, ich habe so viel davon in unseren Behausungen gelagert. Haltet eure Zähne scharf. Okay, dann Flügel und vielleicht oben in den Behausungen liegt das rum. Könnte das die Erklärung sein, die ich verpasst hatte? Oh, lass mich fliegen. Flügel aktivieren. Gogo, Gadgetto Arm. Nein, kein Gogo. Oder vielleicht doch? Warum kann ich nicht fliegen? Ich habe Feenstaub. Ah, aktivieren per Doppelsprung. In den Behausungen. Sind hier oben irgendwelche Häuschen, wo das Zeug rumliegt? Zauberte Schwingen nur. Sollte ich mir diesmal holen, bevor ich wieder runtergehe? Aber ich sehe hier kein Pyropulver. Das leuchtet so. Das sind die Altäre, die man zerstören muss. In unseren Behausungen. Was sind denn eure Behausungen? Die Jagd wurde ausgerufen. Ich habe geantwortet. Hab gedacht, die Behausungen wären hier oben, weil ja auch die... Moment, ich teste es nochmal. Kam da... Ich meine, dass ich es vorhin schon gemacht hätte. Kommt da vielleicht einfach ein Sonderknopf, wenn ich ganz nah am Altar dran stehe? Aber ich glaube, das war vorhin nicht so, ne? Ich sehe kein Pyropulver. Neue Schwingen.
Der andere Altar, kein Pyropulver. Nirgends. Geh noch einmal da bis drüben hin, aber ich habe aktuell echt keine Ahnung. Das steht hier nicht irgendwo, also ne, in unseren Behausungen. Wo sind eure Behausungen? Hat es bisher in den Schattenlanden recht selten, dass ich bei einer Quest auf dem Schlauch stand? Moment mal. Ist das? Okay, die wohnen in so kleinen Baumkuhlen oder vielleicht nur in einem einzigen. Wir haben Pyropulver. Gut. Es reicht, um einen Altar in die Luft zu jagen. Na super. Ich habe bisher nur eine Behausung gefunden. Wie soll ich denn damit alle machen dann? Gut, Pulver ist wieder weg. Hervorragend. Nicht. Gut, dann hole ich mir hier auf dem Rückweg jetzt mal neues Pulver, neue Flügel und weiß, dass wir diese... Ach, da sind auch noch die Baumdinger eventuell. Ich brauche mal neue Flügel, bitte. Die liegen natürlich jetzt hier ein bisschen ungünstig zwischen euch beiden. Gut, im Kampf nicht aktivierbar. Auch nicht mit Doppelsprung. Mann, da muss man erstmal drauf kommen. Bitte, dass ich mehrere davon direkt mitnehmen kann. Dass es nicht einzigartig ist. Gleich falle ich runter, ne? Noch 40 Sekunden. Da scheint jetzt aktuell leer zu sein. So, das müsste dann für 5 Altäre reichen. Ja, war klar. So, jetzt können wir uns auch einfach auf den Weg zu den Altären machen. Jetzt ist ja alles klar. Aber zwischendurch war nicht alles klar. Okay, du fliegst nur da vorbei, bist aber nichts Wichtiges. Also nicht akut. Bist vielleicht was Wichtiges, aber uninteressant aktuell. Oh, da vorne ist der Altar. Ich gehe erstmal bis dahin, werde hier vorne dann kämpfen. Und was ich gerade sehe, schreien. Endlich frei. Ja, von rechts kommt noch eine. Und Pulver. Und ein Altar ist noch über. Laufen wir aber direkt drauf zu. Hätte ich gerne noch mal Flügel für den Weg nach unten. Wo schlagen wir zu? Jetzt ist Schluss mit ihren Ritualen. Alle Altäre sind Geschichte. Es ist Zeit, das hier zu beenden. Als ich mich zuerst versteckt hatte, sah ich auf der Plattform im Nordosten einen dunklen Schemen. Das muss wohl ihr Anführer sein.
Jetzt, da sie keine Rituale mehr durchführen können, sollten wir sie in die Flucht schlagen können. Primula hält für einen Augenblick inne. Ich möchte euch noch danken. Das hätte ich ohne eure Hilfe nicht hinbekommen. Vertreiben wir jetzt diesen Feind und erobern wir das Dorf zurück. Stellt euch dem Anführer der besessenen Fee im Schimmergeäst. Erfolgreiche Jagd. Direkt hier vorne, dunkler Schemen. Ingrad Driff. Ja. Aber der ist aktuell noch orange, noch nicht angreifbar. Das ist eventuell kein Kampf, sondern er sagt dann ganz wichtige Sachen und verschwindet lachend. Okay, muss ich das immer wieder drücken? Okay, tötet mich. Das ist jetzt ungerne. Aber du bist verwandelt. Ach, warum muss es immer damit enden, dass man seine Freunde töten muss? Hier, ich kann auch Blitzerzeug. Es tut mir leid. Ja, mir auch ein bisschen. Primula, warum? Ja gut, hier war ich noch gar nicht, sehe ich gerade. Ich will das dann da wieder abgeben, aber ich nutze es gerade mal und schau mal kurz hier hin, ob es hier eventuell was gibt, was einfach nur rumsteht. Eine zuckende Wurzel. Das ist ganz klar eine Falle. Da ist ganz viel unten drunter. Also dran ziehen. Gut, ein Wundstarrmampf. Hätte ich mir denken können, als ich die Wurzel gesehen habe. Er wusste, ich hätte ich sofort. Ja, Wunschdarmampf. Ah, das ist es. Na gut, die Motte ist halt jetzt auch dabei. So, sehr gut. Die Motte ist weg. Du bist weg. Hast du was? Eine Dornreißer-Sense. Eine zweihängende Stangenwaffe. Gut, das ist schade. Aber kann man zumindest verkaufen. Jetzt müssen wir nochmal da in dieses Becken rein. Aktuell reise ich ein bisschen hin und her. Da haben wir nach links, da geht es auf die Straße, der wir dann folgen können. Erz, 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 Erz. Ja, wenn ich mich jetzt wieder recht dran erinnere, ich habe bisher in Ouroboros immer nur Lestrit verarbeitet. Es könnte also sein, das fällt rum. Haben wir noch was anderes, dass das erst später kommt. Wir haben poröse Steine für die Lestriterz, Solenium, genau, Solenium hatten wir auch noch und dann halt
Elytium haben wir auch noch. Uxin. Und dann Esphedrum. Also vielleicht kommen die erst im späteren Verlauf zum Tragen. Unsere Beute kann nicht entkommen. Ich verstehe, das sind fürchterliche Neuigkeiten. Wir bekommen einen Ring. Ein 126er. Würde ich da Meisterschaft verlieren, wenn ich den 116er austausche? Aber Tempo und Ausdauer bekommen. Möge eure Beute euch niemals wittern. Gut, hat den richtigen ausgetauscht. Vielleicht sind wir jetzt hier in dem Gebiet fertig. Das ist Kampagne, deswegen fliegen wir lieber dahin zum Flüchtlingslager. Willkommen im Hain. So, Flüchtlingslager. Lebt wohl. Was hatten wir da? Bringt die Vorräte des Winterschlafbeckens. Ja, das hatten wir schon ganz lange. Zu Flüngir im Herz des Waldes. Das ist eine Brotkrumm-Quest, würde ich sagen. Der hat dann auch wieder ganz viele Aufgaben mit den Flüchtlingen. So, unbekannt. Jetzt bist du bekannt. Und auch erforscht. So, Flüngir. Ein Baumtypi wieder. Wie fast zu erwarten. Man muss sich dem Wind beugen. So, erstmal verkaufe ich dir mein Zeug, weil wir uns ja so lange kennen. Das hatte ich gesehen, brauchen wir nicht. Den Stängel auch nicht. Und den Ring hatten wir ausgetauscht. Gut. Jetzt können wir über wichtige Sachen reden. Viele Schreie hallen durch die Nacht. Viele Kreaturen suchen Schutz. Das ist ein erfrischender Hauch. Überlege gerade. Also, durch die Nacht hallende Schreie finde ich jetzt nicht erfrischend. Ihr wart immer Teil des so. Die Lieder von Turner Skies verstummen, seit der Hain schwindet, und nun ist alles still. Dromanin Aul Farans Stimme wurde schon lange nicht mehr vernommen. Die Bäume flüstern von Halbschatten, missklingenden Liedern und sterbenden Wurzeln. Es sieht nicht gut aus. Freund des Adenwalds, reist nach Wurzelheim, erforscht den Nebel und nehmt die Bedrohung von uns. Besiegt Tretover in den Nebeln von Turner Skies. Das ist ein Dungeon, gehe ich von aus. Ja, das wird jetzt entsprechend ausgeblendet. Und dann geht es jetzt schon weiter mit der Kampagne. Also das hatten wir doch einigermaßen zügig hinbekommen. Auch das mit den Altären. Und haben jetzt nur die Sachen aus dem Dungeon, was wir noch nicht gemacht haben, logischerweise. Ist die Frage, also ich könnte mir halt vorstellen, dass, vergleichen wir mal hier zum Beispiel mit meinem Draxus, da ist was offen. Bastion, da ist was offen. Ich denke mal, dass wir also hier nicht alles aufdecken, sondern dass ein Teil auch dann später mit der Nachtfee-Pack-Kampagne zusammenhängt, so wie den anderen. Dass wir also nicht alles aufdecken und es, glaube ich, nicht mehr total lang ist, dass wir hier im Adenwald unterwegs sind. Meine Einschätzung ohne festen Hintergrund, ohne Hintergrundwissen. Jetzt wollen wir uns wieder um Isera kümmern. Meine Königin, bitte helft uns! Das stammt von meiner Schwester. Warum bringt ihr es zu mir? Diese hier entschwindet uns. Unsere Pflicht ist grausam. Viele sind verloren. Was macht ihr Schoßtier so wertvoll?
Seite geträumt hat, erwacht mit so viel Freude und Frieden aus einem Schlaf voller Wunder. Wenn sie stirbt, dann stirbt alles Smaragdgrüne mit ihr. Einige müssen wir opfern. Andere müssen gerettet werden. Wenn wir das vergessen, wird nichts mehr übrig sein, außer leeren Hüllen und Trauer. Die Sera ist wieder da und die Frostkönigin ist da. Ich bin mit der vom Gefühl her noch nicht ganz warm geworden. Die scheint manchmal ein wenig kühl und abweisend. Okay, wird natürlich zur Frostkönigin passen. Und auch jetzt hat die Geräte da was geopfert. Ihr guckt nicht so zu mir runter. Guckst du zu mir runter? Du guckst zu mir, du folgst mir mit dem Kopf manchmal. Gerettet und hat auch geweint. Da ist ihr dann auch ein Blatt vom Kopf gefallen als Opfer. Aber am Anfang, warum sollte ich ihr helfen? Manche müssen sterben. Bin da noch nicht so ganz sicher. Und auf jeden Fall ist Isera jetzt wieder da. Wieder in ihrer grünen, reinen Form und nicht mehr rot verderbt. Und wir können jetzt endlich mal mit der Frostkönigin sprechen. Es sei denn, sie haut wieder ab, wenn ich eine Audienz will. Schwierige Entscheidungen sind uns nicht fremd. Wie sonderbar, jemand wie euch in meinem Wald zu sehen. Ich erwache erneut, doch in einer Welt, die nicht die meine ist. Ihr wurdet im Ardenwald wiedergeboren, Kind der Träume. Ihr seid an dieses Reich gebunden und teilt sein Schicksal. Gut, die haben jetzt auch mal ganz kurz miteinander geredet. Und bei Isera, als sie eben rauskam, hat sie erstmal umgeschaut, dann hat sie geschnuppert. Dann hatte ich das Gefühl, dass sie sich vor der Winterkönigin auch verbeugt hatte. Die Dürre bedroht uns alle. Mein Hofstaat berichtet mir, dass ihr eine wichtige Botschaft hat. Tragt sie bitte vor. Gut, wir übergeben die Botschaft des Primus an die Winterkönigin. Der Ardenwald möchte euer Gesuch anhören. Mein alter Freund, nach Äonen sind unsere schlimmsten Ängste wahr geworden. Wenn der Verbannte sich regt, gibt es womöglich eine noch größere Gefahr als diese Dürre. Kommt, Sterblicher. Kommt zu mir an meinen Hof und seht das Herz des Waldes. Dann sprechen wir weiter. Okay, an deinen Hof kommen. Der Hof ist ein bisschen im Norden, wo auch Lord Herne auf dem Weg hin ist. Hallo Freunde, schön, dass ihr immer Spalier für mich steht.
Die Frage, wo wir da gleich von welcher Seite aus reinkommen. Ja, die Sera wird sich da unten bestimmt einleben. Ja, grüner Drache, grüner Wald, das wird schon passen. So, hier scheint es reinzugehen. Und da ist die Winterkönigin. Ich sage immer Frostkönigin, weiß gar nicht, woran das liegt. So, anscheinend widersprechen. Jetzt schaue ich erstmal, sind hier alle wichtigen? Ja, Nia, Arolon, Korain, Lady Mondbeere, Isera, jetzt wieder in ihrer humanoiden Gestalt. Und auch Aliette. Das sind. Und Traumweber, wie konnte ich ihn vergessen? Also sind alle wichtigen, mit denen wir im Ardenwald was gemacht haben. Unsere heilige Aufgabe, das Herz des Waldes, ist kritisch für den Ardenwald und den Schutz der anderen Reiche. Vor langer Zeit haben wir mit seiner Magie jegliche Flucht aus dem Schlund verhindert, auf dass der Verbannte ewig gefesselt sein würde. Das Herz ist durch die Dürre verkümmert. Seine Kraft muss gestützt werden, obwohl kaum noch Anima bleibt, um unsere Heile zu retten. Eine unmögliche Entscheidung. Und doch muss sie für den Kreislauf getroffen werden. Ja, einfach nicht genug da. Sprech und der Wald wird zuhören. So, wir bekommen einen 140er Ring mit Ausdauer, Crit und Tempo. Ja, das wird dann. Der schimmerige Estring wird da direkt wieder rausgezogen. So, finstere Vorzeichen. Ich habe die wenige Anima, die wir besitzen, zur Rettung unserer Heine und der von ihnen genährten Geister verwendet. Wir haben so viele verloren und das Herz des Waldes wurde dabei immer schwächer. Den Verbannten im Schlund festzuhalten, wird mehr Anima erfordern, als der Ardenwald entbehren kann. Die Königin denkt einen Moment nach. Graf Denatriux ist ein Geister der Anima-Extraktion. Geht nach Revendreth und sagt, er berichtet ihm von unserer Zwangslage. Ich weiß, er wird uns unterstützen. Eure Verbündeten in Oribos können den Weg frei machen. Kehrt nach Talinara in Oribos zurück. Annehmen. Euer Weg führt weiter, Sterblicher. Wisset, dass ich und der Ardenwald euch zur Seite stehen. Das ist schön. Ja, wo wir eben hier auf dem Weg zum Herr hier unten hin waren, wo ich gesagt habe, ja, ich weiß, ne, denk mal nicht, dass wir alles aufdecken. Das war wirklich nur eine Vermutung. Ich wusste nicht, dass zu diesem Zeitpunkt nur noch zwei Quests vor uns liegen. So, gut, nach Tal Inara zurück. Glücklicherweise haben wir den Ruhestein ja jetzt richtig gebunden und kommen nicht wieder in Unterstadt raus. Und der Ardenwald ist damit wohl erstmal vorbei. Und dann gibt es noch den Graf in Revendreth. Aber wahrscheinlich erstmal, wenn wir hier unseren wichtigen Leuten gesagt haben, was im Ardenwald so geschehen ist, dass es da auch doof ist. Keine Ahnung, ob es dort erwähnt werden wird, dass Isera wieder da ist. Ob das irgendjemand interessiert.
Chance.